Fleisch, zart und weich. Messer, Messer, damit geht es besser. Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die kling ich in dich rein. Hallöchen, herzlichen guten Abend wünsche ich. Schön, dass schon wieder so viele im Chat sind. Freut mich, euch zu lesen. Hallo Schokolade, hallo Stahl, hallo Pocket Man. Luzi, Hallöchen. Oh, Luzi hat Teufel mitgebracht. Teufel. Oder kennt ihr euch gar nicht? Rice. Schönen guten Abend. Unchristliche Zeiten? Ja, aber Montagabend ist, glaube ich, schon ein ganz guter Termin. Wow, danke für guten den Sub. Guten Abend, Onkel Lee, VPN-Passi. Danke, danke, danke. Das ist total lieb. Und vielleicht kann mir irgendjemand mal erklären, warum bei den Sound Alerts der Sub nie richtig angezeigt wird. Mein, die Follows gehen immer, aber beim Sub, ich habe alles umgestellt, alles probiert. Es ist im Grunde die gleiche Einstellung bei den Sound Alerts wie für den Follow und trotzdem kommt da nie das Bildchen, das ich dafür ausgesucht habe und nie der Text. Das nervt. Weil ich finde das nämlich total super, dass hier schon gesubbt wird und subboniert wird. Aber ja. Da geht's mir wie Schokolade. Bei technischen Fragen bin ich überfragt. Also zumindest habe ich alles, was mir eingefallen ist, schon ausprobiert. Nun ja. Ja, ich dachte mir, nachdem wir so einen anstrengenden Samstagabend, einen erfolgreichen, aber anstrengenden Samstagabend hatten mit Demons of Esteborg, Endgegner besiegt, machen wir heute einfach mal ganz locker eine Runde Assassin's Creed Valhalla. Es gibt auch, glaube ich, wenig Neues, aber einfach mal ein bisschen durch die Gegend reiten, ein paar Redeaufträge machen, vielleicht noch einen Flussraubzug. Auch in Vorbereitung auf das, was ich diese Woche nochmal machen möchte. Das möchte ich nämlich heute, hier und jetzt, gerade auch mal offiziell announcen. Ich mach's noch spannend, ich esse noch ein Möhrchen. Hallo Sava, schön Sie zu sehen. Trinke ich noch einen Schluck? Ne, der Plan ist nämlich, in Vorbereitung auf einen kommenden Podcast möchte ich mir diese Woche... Den genauen Tag habe ich mir noch nicht überlegt. Donnerstag, Freitag. Mal gucken. Mittwoch. Morgen. Ihr könnt mir auch mal sagen, wann ihr diese Woche noch Zeit hättet. Auf jeden Fall diese Woche möchte ich
ein Spiel anspielen, das in gewisser Art und Weise, in gewisser Art und auf gewisse Art und Weise mit Assassin's Creed Valhalla verwandt ist, nämlich Far Cry 6. Ja, möchte ich gerne mal sehen. Ich kenne, also das letzte Far Cry, das ich gespielt habe, ist schon eine Weile her und ich habe sie früher schon ganz gerne gehabt und das hat ja so ein ähnliches Open-World-Setting von der Engine auch. Deswegen wollte ich mir das mal anschauen zumindest. Schokolade. Jo, hast du eigentlich auch Assassin's Creed Origins gespielt? War ehrlich gesagt mein Favorit der letzten drei Assassin's Creed Games. Das habe ich mal auf einem Presseevent mehrere Stunden an einem Tag am Brandenburger Tor angespielt, bevor es rauskam. Habe das auch aufgenommen, eigentlich für ein Video für Gronkh. Der hat es dann aber nicht veröffentlicht, was ein bisschen schade war. Aber mir hat es schon Spaß gemacht. War auch echt eine gute Session. Und danach habe ich es aber nicht mehr gespielt. Habe nur noch, Odyssey habe ich dann gespielt. Aber ich habe tatsächlich, habe ich auch schon mal gesagt, überlegt, das nachzuholen. Weil jetzt, wo es mit Valhalla quasi so ein bisschen den Bach runtergeht, was neue Inhalte angeht, könnte man das ja mal einschieben. Einschieben ist gut, ist ja auch ein Riesenspiel. Bei Valhalla ist jetzt, glaube ich, nur neu, dass es diesen Spectator-Modus gibt, also diese Tour, diese Discovery-Tour, die ist jetzt, ich glaube, ab morgen live. Ich hätte sie mir auch schon mal angucken können. Ja, wir können ja mal schauen. Dome Crazy, Dankeschön. Also ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, das im Streamer zu machen, aber so an sich finde ich das ja auch geil, auch wie es Odyssey gemacht hat, dass man das, oder auch Origins, dass man das im Unterricht dann auch verwenden konnte und es erklärt hat, was da genau zu sehen ist und wie das im Spiel umgesetzt. Also fand ich schon ganz cool. Lezina, bist du auch wieder auf dem Presseevent-Messe oder auf dem Flohmarkt? Du bist auch entweder auf dem Presseevent-Messe oder auf dem Flohmarkt. Ja, ich habe auch noch andere Sachen, wo ich hingehe, aber ja, zu solchen Veranstaltungen gehe ich sehr gerne. Aktuell ja Flohmarkt zum Glück auch wieder seit ein paar Monaten, seit dem Sommer, nachdem da so eine lange Pause war. Hier in Berlin ist das ja eigentlich das ganze Jahr rund um die Uhr, quasi, also jedes Wochenende. Aber Presseevents und Messen finden halt auch noch nicht statt. Das ist schade, das fehlt mir auch sehr. Und es war schon schön, dass ich zumindest jetzt bei der virtuellen Gamescom, dass wir da in dem Studio von Tommy Krupweiss auch ein bisschen was produzieren durften. Habe ich auch mit dem Sunny Fox den Retro-Channel für die Gamescom gemacht. Das war schön, da hat man auch mal wieder ein paar Leute gesehen. Aber ja, es ist natürlich trotzdem nicht vergleichbar mit so einer kompletten Messe. Auch dass die E3 damals ausgefallen ist, oh Mann, da hatten wir eigentlich vorgehabt, Gronkh und ich, dass ich da wieder mit so einem Streaming-Rucksack von Twitch unterwegs bin. Also noch besser von der Qualität her, als das Jahr davor auf der E3 rumzulaufen in Los Angeles. Und wir hatten das ja schon ausprobiert bei der BlizzCon im Jahr davor und dann kam Corona und dann ist alles ausgefallen. Tja, so ist das. Danke dir, Coco, für dein Follow. So, Kuro ist auch da. Perfekt. Oh, wir sind ja heute wieder ganz viele. Oh, warum steht mein Bart so komisch ab? Ja, und das mit der E3-Schokolade, ich glaube auch momentan nicht, dass sich das nochmal ergibt. Zumindest nicht mit der E3 und ja, mal gucken. Mal sehen, was das alles wird. Knapp 45 Minuten. Ist Sava noch da? Oh, zumindest die 45 kann es genießen. Ich will heute auch, wie gesagt, nur so ein bisschen entspannt rumreiten und vielleicht einen Flussraubzug machen. Lezina, das war der erfolgreichste 1040p-Stream ever. War der nur 1040p? Also ich habe die Bilder in hoher Auflösung verschickt, dass dieser 1040p-Stream, das war, glaube ich, die Gamescom, wo das über Gronkhs Handy lief und er da die falsche Voreinstellung gewählt hat und wir dann so Low-Res gestreamt haben.
Und keiner hat was gesagt oder jeder hat gedacht, mein Stream heute klappt nicht so richtig. 12 Stunden von der Gamescom. Aber dafür war der Inhalt halt gut. Trotz Low-Res. Dom Crazy, ich muss dir mal sagen, der Podcast von dir, ich feiere ich sowas von, verliere nicht den roten Faden. Und danke, danke. Ja, wie gesagt, diese Woche noch in Vorbereitung auf die nächste Folge. Ich will das mit einer sehr, sehr lieben Person aufnehmen. Und deswegen werde ich mir Far Cry 6 nochmal angucken, weil das ist unser Thema. Der rote Faden heißt aber nicht, dass wir auch über andere Sachen sprechen. Wie es sich ergibt, mal gucken. So, ein Pocket glaubt nicht mehr an die E3. Ja, ich, also so wie sie zuletzt war, hat sie eh gestrauchelt. Und das wird eng für die E3. Aber auch generell, ich weiß nicht, ob es sich dann nochmal lohnt, dann so hinzufahren und so einen Aufwand zu betreiben. Bronco-Buster, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Und genau so sollte mein Sub auch aussehen. Verstehe ich nicht. Ich habe da jetzt mal einen Stern gewählt als Bild. Wird alles nicht angezeigt. Also falls da einer eine Idee hat, was da bei den Sound Alerts schief läuft, dass die Subs im Gegensatz zu den Follows nicht vernünftig hier im Stream angezeigt werden, der darf mir gerne mal eine Nachricht schreiben. Ich würde das nämlich gerne ändern. So. Welcher Anbieter? Wie Lizina? Wie ist die Frage? Stahl 84 kommt in der nächsten Folge Podcast, in der nächsten Folge Podcast Folge auch wieder ein Märchen. Schreib doch mal so, dass ich mich nicht blamiere beim Vorlesen. Wie hättest du es denn gerne? Also ich habe sowohl eine Leserkurzgeschichte, die ich zum Besten geben könnte, aber die sind ja nicht jedermanns Geschmack. Also ich könnte auch mal wieder ein normales Märchen einstreuen. Was soll ich tun? Ich habe mich noch nicht entschieden. Schokolade, es wird schon wieder Events geben, wo du wieder vor Ort berichten darfst. Ja, darf dann vielleicht schon, aber will sie dann noch jemand sehen, wenn ich da berichte? Das ist die Frage. Ich würde ja super gerne mal Live-Podcast-Folgen machen. Also das heißt einfach in einer Halle, auf einer Bühne, mit ein paar Leuten im Publikum. Das hatten wir ja eigentlich vorgehabt, hatten wir auch schon mal besprochen. Aber dann ist ja Corona gekommen und dann ging ja eh nichts mehr mit Publikum. Aber das ist ja dann doch mal wieder ein Thema, ne? Jetzt demnächst. Und Pocket, ja, ob sich das Reisen dann noch lohnt, also ich sehe das aktuell auch nicht. Tom Crazy, kommt irgendwann auch nochmal eine Folge mit Kronk? Ja, das liegt an dem Herrn Kronk. Also, er darf jederzeit wieder kommen. Also, ich hätte nichts dagegen. Er hat es mir auch schon viele Male versprochen, aber dann ist nichts draus geworden. Also, dass er jetzt regelmäßig wieder kommt, das wird nicht passieren. Aber, dass er mal wieder für eine Folge reinkommt, das würde mich sehr freuen. Ich wollte mir immer sehen, Kuro. Ja, ja. Sag's dir so. Veganaut! Art, danke. Eine Mischung aus beiden wäre doch gut, Kräuterölchen. Was meinst du? Aus was für beiden? So. Aber bevor ich loslege, so eine entspannte Runde Valhalla passt für heute Abend, oder? Einfach mal gucken, was Reda wieder dagelassen hat. Vielleicht noch ein Rüstungsteil von der Rüstung von den Flussraubzügen. Da fehlt, glaube ich, noch 1-2 Teile von denen, die man da kaufen kann. Also nicht die Haupt. Das Hauptteil. Ach, Märchen und Zuhörergeschichten. Ja, gut, aber beides in einer Folge geht halt nicht und ich habe kein Märchen geschickt bekommen als Zuhörergeschichte. Insofern ist gerade die Wahl nur zwischen Märchen Standard, sag ich mal,
oder Zuhörergeschichte, Kurzgeschichte. Valhalla geht immer sehr gut. Sehr, sehr schön. Das freut mich, dass ihr das so seht. Dann, ja. Zuhören und nebenbei ein bisschen zeichnen. Zuhören weiß ich halt nicht, Luzi, ob das so toll ist, mir bei dem Quatsch, den ich, bei den Geräuschen, die ich bei Valhalla mache, zuzuhören. Ja, mal gucken. Also ich leg dann langsam mal los. Ihr könnt gerne weiter aktiv sein. Seid mal schön aktiv im Chat. So. Das ist ja nicht wie bei Demons of Esteborg. Das war wirklich so bei Demons, dass wir da am Samstag durchgespielt haben. Einmal weggeguckt, sofort tot. Ne? Aktiv. Koro nimmt's wörtlich. Sehr schön. So, ich wurschtel mich nochmal durch. Moment. Dann gehe ich mal ins Spiel. Valhalla. Na super. Jetzt erkennt er mein Pad wieder nicht, oder was? Erstmal mit der Tastatur. Warum nicht? Gleich mal im Spiel gucken. Nicht, dass er da auch wieder Probleme hat. Ach ja, ich bin noch mal gespannt, wie sich dann die Tage Far Cry 6 mit dem Pad spielen lässt. Pad vom Flohmarkt, hallo? Ist ein wertiges neues Xbox One Pad. Ich habe übrigens die Tage wieder festgestellt, weil ich gucke gerade für eine Freundin, die sucht als Geschenk für ihren Mann eine Xbox Series X, also eine neue Xbox. Das ist doch jetzt alles ein Jahr draußen, die PS5 auch. Das ist so schlimm, dass da immer noch nicht irgendwas geregelt wurde, dass man die mal normal kaufen kann. So, also Pad klappt nicht geil. Ich zieh's mal ab und steck's wieder an. Vielleicht geht's ja dann. Yes! An- und abziehen. Sehr schön. So, was haben wir denn hier oben? Ist was Neues? Viel Spaß mit deinem Season Pass. Die zwei Erweiterungen, ja, die haben wir ja schon. So, frische deine Waffenkammer auf. Was ist denn da los? Gerade mal gucken. Huch! Waffenpaket. Also ich habe ja hier kein echt Geld, deswegen kann ich mir das nicht kaufen. Aber die Waffen, die kriegt man ja auch oft bei Räder. Mhm. Die leuchten wohl so ein bisschen. Könnte zumindest sein. Sehen nicht so schlecht aus. Okay. Ist noch irgendwas? Was Cooles? Begleiter, mal gucken, ob da auch was Neues ist. Oh, ein Rietzekätzchen. Ein himmlisches Einhorn. Runenbär. Flecken. Kriegsbär. Weißer Zahn, auch schöner Name. Ein Löwe, aha. Der guckt komisch. Gary! Okay. Schuppi, auch ein geiler Name. Hey! Pinguin Soda, danke dir für den Follow. Oh, hier mit Mond auf der Stirn. Der sieht cool aus. Ein Gockel. Okay, ich sehe schon, wir müssen mal bei Räder gucken. Vielleicht gibt es ja heute ja was zum Absahnen. Gut. Paket des dunklen Ritters. Hm. Ich guck mal. Übrigens, ich hoffe, ihr habt auch nachgeguckt, wie ich noch das Pferd von Assassin's Creed Origins hier geholt habe. Mit Räder, weil das habe ich ja nicht gestreamt, sondern direkt bei YouTube hochgeladen. Das ist eine Kurzfolge Assassin's Creed quasi.
Also ich kann ja noch mal ein bisschen Werbung machen, weil ich nutze ihn ja kaum, aber ich lade aktuell auf meinem YouTube-Kanal auch die alten Stream-Folgen immer hoch, also quasi als kleines Archiv. Und da könnt ihr gerne auch ein Abo hinterlassen. Actionheld heiße ich da. So, habe ich das auch mal hier erwähnt. Okay. Hacke-Peter, Abend. Danke, Schoko. Appreciated. Actionheld. Ja, Lizina, ich habe den Kanal schon seit 100 Jahren, seit ich noch bei PC Action war. Damals hatte ich den für PC Action mal angelegt, als YouTube gerade noch neu und in den Kinderschuhen war und habe mich deshalb Actionheld genannt. Ja, ein bisschen hochtrabend, aber mir hat der Name gefallen. Danke fürs Link-Posten, Koro. Lezina, PC-Action gibt's schon lange nicht mehr. Nachdem Harald und ich weg waren, war es auch was anderes. Und es ist auch irgendwie, ich glaube, 2 Jahre später oder 3 eingestellt worden. So, dann als erstes mal zu Reda, ne? Ja, bist ein guter. Hast du was Neues für mich? Ich habe Aufträge mit Gewalt, aber auch ohne. Interesse? Nur 2? Oh. Du bist das Töten gewohnt, oder? Dann dürfte das hier nicht schwer sein. ASMR-Möhre, ganz recht. Ich zähle auf dich, Eivor. Mein Ruf liegt in deinen Händen, also gib dir besonders viel Mühe. Was bietest du heute an? Tor wirkt die Schlange. Hose des Iso-Ritters. Was ist das? Berserkerhose habe ich doch schon. Und das hier, Ritter der Tafelrunde Tattoo. Ja, haut mich jetzt alles nicht total vom Hocker. Am ehesten noch die Statue. Ach komm, ich kauf die einfach mal. Wenigstens versucht mal jemand, das Kaff hier etwas aufzuhübschen. Ganz recht, Reda. Da kommt die Statue. Ich muss gehen. Bleib gesund. Geh ruhig. Ich werde hier sein. Ich spiele das wie ein Flohmarktbesuch. Ganz recht, Lizina. Was ist mein absolutes Lieblingsspiel, Luzi? Oh, das sind Fragen. Das ändert sich auch nach Stimmung. Also nicht jeden Tag ist das gleiche Spiel mein Lieblingsspiel. Ich kann nur sagen, Rayman Legends sollte jeder mal gespielt haben, der Jump'n'Runs mag. So. So, hier steht halt der Fels. Komm, da stelle ich mal die Statue von Thor hin. Um mal zu sehen, wie die live aussieht.
Aha, okay, ja, hat was. Hammer, würde ich sagen. Haha, versteht ihr? Gut. Ja, die Tattoos sind immer unter der Kleidung versteckt. Ich kann die Kleidung natürlich im Menü auch ausblenden, dann sieht man die. So wie den Helm, den habe ich ja auch ausgeblendet, ne? Also hier. So. Aber gut, sie hat eh noch ihren BH an, weil ich die weibliche Eivor spiele. Also so richtig toll ist es ja nicht mit den Tattoos. Die sind halt da. Also die einzigen, die man genauer mitbekommt, sind die Gesichtstattoos und manchmal Handtattoos, je nachdem, was du für Handschuhe trägst. Okay. Gut, dann. Ach so, erstmal gucken auf der Karte, wo ich hin muss. Aha, also das ist das Erste. Machen wir doch das auch zuerst. Das ist am nächsten. Tada. Und sonst hattet ihr einen schönen Tag. Hier hat es heute mal nicht geregnet, aber ich war trotzdem erst draußen, als es schon fast dunkel war. Weil ich habe mir ja vorgenommen, auch bei Homeoffice jeden Tag mal ein bisschen rauszugehen. Ansonsten fehlt die Bewegung. Es klappt mal mehr, mal weniger gut. Schaut, da ist noch mein Pferd aus. Pferd des Pharaos aus Origin. Das ich, wie gesagt, wie ich es hole, habe ich auf YouTube in einem kurzen Video hochgeladen. Das gab es mal als besondere Belohnung bei Räder. So, wenn wir gerade mal die Schwimmeigenschaften dieses Gäulchens testen. Oh, oh, klappt. Ein entspannter Tag. Sehr schön. Ach, ich hätte so gerne einen monsterfetten PC, wo ich hier auch die ganzen Umgebungsdetails noch so richtig hochdrehen kann. Aktuell ist das ja nur auf Mittel. Es könnte noch viel besser aussehen. Und es sieht so schon geil aus. Was transportiert der denn da? Eine Lampe. Na gut. Wo ist denn jetzt mein Ziel hin? Zeig mir, was vor uns liegt. Ach, auf der Brücke, okay. Und ich möchte es nochmal erwähnen, ich spiele hier auf Albtraum, dem höchsten Schwierigkeitsgrad, und deswegen sind die Typen hier auch echt hart im Nehmen. So, erstmal dezimiert. So, mal gucken, wer als erstes wieder bei mir ist. Ach, sind die gestorben? Nein, da unten ist er doch noch. Gut, solange die hier noch rumlatschen. Na. Ach so, den Tod habe ich quasi schon bestätigt. Okay. Oh, sterb!
stirbst! So oder so! Nein, nein, du stirbst. Wusste ich's doch. Der hat ja nicht viel dabei gehabt, aber nichtsdestotrotz raube ich ihn aus und der andere ist im Fluss versunken. Da darf er gerne bleiben. Okay, dann auf zum nächsten Ziel. Es geht ja ratzfatz. So. Was ist denn der Auftrag? Gerade mal bei Quests gucken. East Angler. East Angler. Ach, da unten. Okay. Dann von hier. Hey, hey, hey. Frau Holle, Hallöchen. Ja, eine entspannte Runde, weil Halle, es gibt nicht viel Neues. Ich mache gerade mal die Räderaufträge und ich denke mal noch einen Flussraubzug, um noch die zwei Rüstungsteile zu erkaufen danach, die mir noch fehlen. Aber ansonsten ganz entspannt den Montag genießen. In Vorbereitung auf Far Cry 6, das ich demnächst spielen will. Diese Woche, hier auf diesem Kanal. Ach, Gauner. Ah, vorbei. Na, bin ich doof? So. Oh, ist noch einer. Eieiei. Okay, noch drei. So, dann verbrennt mal, ihr Trottel. Oh, oh nein. Ah, von einem Popcorn-Gegner. Naja, kann mal passieren. Bubble Gumba, guten Abend. Es ist entspannt deine angenehme Stimme nach seinem Montag. Oh, danke. Aber nicht zu sehr entspannen, dass die hier wegratzt. Außerdem ist doch noch Montag. Hallo? Dom Crazy, wie lange zockst du heute? Auch mal gucken, wie viel das Spiel hergibt. So, ein, zwei Stündchen auf jeden Fall. Gut. Ein bisschen vorsichtiger sollte ich vielleicht spielen. Ist mir ja auch lange nicht passiert, dass ich an so einem Typ gestorben bin, der da im Busch hockt. Toll. Ja, die Pfeilgiftwolke ist der Hammer. Und vor allen Dingen der Rattenpfeil. Also den finde ich besonders super. Ah, ich ignoriere die mal. Nicht noch eine Schmach erleben. Hui, danke dir. Ich bin's, Johanna. Dankeschön. Jetzt habe ich mich hier irgendwie gerade ein bisschen verritten. Ich muss mal zu Fuß weiter. Aber ich bin ja eh gleich da. Kann ich auch gerade komplett zu Fuß hin. Man greift den jetzt schon wieder an hier. Ein Bär? Ich höre ihn doch. Wo ist er? Alter, was haben die denn hier gemacht? Die können mich doch nicht alle nach einem Treffer umbringen. Hat der letzte Patch hier irgendwas geändert? Ein Treffer tot?
Ich meine, ja, ich spiele auf Albtraum, höchster Schwierigkeitsgrad, aber dennoch, es ging doch vorher auch irgendwie. Naja. Da ist wieder dieser Bär. Ist da noch ein Bär? Oh, hat mich schon wieder getroffen, ey. Zwei Stück. Alter. Was geht denn mit dem Spiel auf einmal? So war das aber nicht beim letzten Mal. Ey. Boah. Eine Tatze und ich bin weg. Ganz genau, Frau Holle. Fatality. Ja, ich frag mich, was hier abgeht. Also. Boah. Na klar, ich kann besser ausweichen, aber es ändert ja trotzdem nichts daran, dass ich mit einem Schlag tot bin. Also. Das war meine Rache, aber ohne Scheiß sind die jetzt härter, weil ich meine, was für ein Level haben die auch? Ich glaube, die haben hier nochmal gut was hochgedreht, seit ich das letzte Mal geladen habe. Gut, kümmern wir uns erstmal um unser Meuchelziel von Reda. Wo ist es? Breite deine Flügel aus. Da hinten, okay. Ah, die drei Kollegen. Ah, guckt, ich weiß nicht, was die für eine Stufe haben, aber alle über mir, weil sie einen Totenkopf haben. Ich kann denen auch mit dem Pfeil nur noch die Hälfte des Lebens und dem noch nicht mal, dem Drittel, dem Waffenknecht, abziehen. Obwohl ich auf den Kopf ziele, also das ist schon hart. Ich glaube, die Ubisoft hat hier nochmal ordentlich was hochgedreht. Ah, jetzt habe ich den noch nicht mal meucheln können, den einen. Ich bin von Höhenloten umgeben. Ja. Ach, verbrannt, was geht ab? Verbrannt und ein Drittel meiner Energie weg? Hallo? Kompletter Energiebalken. Ey. Okay. Es gilt, sehr vorsichtig zu spielen. Oh nein, mir schwand Übles für die Flussraubzüge. Weil da einfach in Lager reinrennen, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, wenn die alle so stark sind. Eieieiei. Habt ihr gesehen? Ein Steinwurf. Schon fast tot. Krass. Herr Schokolade, welche Stufe wird in dem Gebiet empfohlen? Ich kann gleich mal gucken, aber ich meine, ich bin ja maximale Stufe, die man hier kriegen kann. Wenn man nicht für würdig erachtet, werden wir uns bei Ragnarök wiedersehen. Gerade mal schauen. Gute Idee, mal nachzugucken. 526 wird jetzt für East Angler empfohlen. Überall. Die haben alles auf 526 hochgehoben. Oh. Ubisoft, Respekt. Hier ist nichts mehr mit entspannt durchreiten. 526.
Okay, ich habe maximale Stufe 466 übrigens. Oh, gut. Dann nochmal kurz zurück nach Hefnatop. Nee, die Stufe kann man nicht erreichen, Schokolade. Mehr als 466 geht nicht. Ich habe auf dem inneren Kreis, wenn du eben drauf geachtet hast, noch mehr Fertigkeitspunkte oder Fähigkeitspunkte verteilt, also Stärkepunkte, aber die erhöhen jetzt nicht mehr die maximale Stufe. Da bin ich auf 466, mehr geht nicht. Aktuell. Das ändert sich ja mit den Patches und den Add-ons immer. Also da kommt ja meistens noch was Neues dazu, weißt ja. Vielleicht ja jetzt doch, Pocket. Dann müssten im Menü neue Fertigkeiten angezeigt werden. Aber hier siehst du ja, ist alles voll. Hier ist nichts Neues dazugekommen. Nichts Neues, ich habe alles maximal ausgebaut. Das Einzige, was du machen kannst, ist hier in der Mitte diese Punkte hier für Bärenbeherrschung, Wolfsbeherrschung und Rabenbeherrschung noch weiter hochzubringen. Aber so viel bringt es nicht. Ich habe da ja auch schon ziemlich viel verteilt. Jetzt ist ja 59, 38, 42. Also, ja. Das sind noch Beherrschungspunkte. Aber Fertigkeit geht nicht weiter. Ja, krasse Nummer, ey. Gut. Mal gucken, wie sich das bei den Flussraubzügen so bemerkbar macht. Da steht er. Der alte Mann und der Fluss. Ach ja, und ein Würfelspiel würde ich gerne machen, weil das ist... Sei gegrüßt, Eivor. Ja, hallo. Das ist nämlich so eine Herausforderung auf Ubisoft gerade. Mir fehlt das Klappern der Würfel. Erlück, dafür braucht man Geschick oder Glück. Wie wär's? Fangen wir an. Ich bin gut. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja, vielleicht hätte ich einen schlechteren Gegner wählen sollen. So, eine Runde Erlück. Schokolade. Ich habe da alles bis auf die Kartenansicht auf Albtraum gestellt. Also komplett. Maximale Herausforderung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die richtige Taktik jetzt war mit meinen Runen, die ich da ausgesucht habe. Na, schauen wir mal. Das war nicht so richtig gut. Toll. Der hat schon 6 und ich habe nur 2. Na. Erste Runde ging wohl daneben. Gehen wir mal auf maximalen Diebstahl. Das lief gut.
5 Diebstahl. Und ich kann mir nichts. Ah, nein, wie ärgerlich. Ich hab doch hier meinen. Oh, und ich hab nicht genug. Oh, das wäre jetzt schön gewesen. Ah. Bitte. Shit. So, wenn es jetzt nochmal käme, könnte ich es schaffen, aber das wird natürlich jetzt nicht passieren. Oh, mal eine Frage an die Oerlik-Experten unter euch. Seht ihr das? In meinem Würfelbecher jetzt zum Beispiel haben die zwei Pfeile und das Schild eine gestrichelte Umrandung. Was hat es denn damit auf sich, dass das umrandet ist? Also im Vergleich jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu den zwei Händen, die ich ausgelegt habe, oder der Axt. Hat das noch irgendwas zu sagen? Geese Gaming, dafür bekomme ich die Marken. Also nur für die gestrichelt umrandeten. Weil das habe ich nie so ganz verstanden, wann ich wie viele Marken bekomme. Ich dachte, ich bekomme die Marken, wenn noch was übrig bleibt. Ach, ich weiß auch nicht genau. Haha, 4 Hände, das ist gut. So, jetzt müsste ich ja dann 3 Marken bekommen, oder wie? Können wir ja gleich mal drauf achten. So. Und hier kaufe ich jetzt die 2. Ja. Bist du bereit dafür? Und der macht Schaden, okay. Das sieht schlecht aus für mich. Krieg ich jetzt 3 Mal. Du hast recht! Das ist ja interessant. Danke für den Tipp, Geese Gaming. Das sollte reichen. Okay, ich habe nur noch 5. Ich muss gerade mal schauen. Dass ich hier wieder an Punkte krieg, an Energie bekomme. Also, blocken müsste ich dafür. Machen wir doch mal. Blocken und klauen. Ah, passt. Oder? Naja gut, ich blocke und nehme mir mal 2. Nein! Oh nein! Jetzt werden meine blöden Schilde ignoriert. Ich hasse es. So, bitte ein Schild. Ja, sehr schön.
Okay. Kann er nochmal so viel investieren? Ich hoffe nicht. Ich investiere aber nochmal. Ich brauche Gesundheit. Ah, dieser Penner. Das ist auch so billig, was der da machen kann. Ich komme da nicht mehr ran, wenn der das immer macht. Ach, der hat nur eine Axt, das bringt mir echt nichts. Okay. Gut, wenigstens kommt er nicht durch. Das heißt, ich mache mal einen Frontalangriff. Oh nein, jetzt hat er mich besiegt. Na toll. Danke für den Follow, Sichi. Okay, noch eine Runde Erlik gegen den Typ. Er war gut, ich gebe es zu. Ja, danke schön. Ach, welch Niederlage. Ja. Was für ein Sieg. Willst du deine Ehre wiederherstellen? Ich gebe dir gern die Gelegenheit. Ja, Mundi, du Arsch. Noch eine Runde. Herr Rummel, hallo, hallo. Ja, mir geht's gut soweit. Vielen Dank. Ich hoffe, dir auch. Verfolge deine Untaten ja auf Twitter. Wir machen heute mal eine ganz entspannte Runde hier. Captain Gummiball, danke dir. Ja, ich mache nochmal das Gleiche. Jetzt spiele ich aber noch besser. Einmal besiegen will ich ihn. Oh, der nimmt sich gerade alle Markendinger. Muss ich auch mal drauf achten jetzt. Keins, ist ja klar. Na gut, nee. Oh, 6 Marken kriegt der. Und ich krieg eine, ganz toll. Und schon wieder geht die erste Runde an ihn. Sauber, mach's gut. Schönen guten Abend. Also schönen Abend noch. Und dir, Mozi, hallo auch. Oh, der raubt mir 4. Geht's noch? Reicht wahrscheinlich nicht. Probier's mal. Boah. Der hat ganz viele Marken. 13. Ich ignoriere das nochmal.
Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Ah, warum kam denn da nichts zum Abwehren? 8 Schaden, geht's noch? Ah, der macht mich echt rund, der Typ. Jetzt hat's bei ihm aber nicht gereicht, das ist gut. Nicht schlecht. So. Okay. Könnte ich mir noch ein bisschen Lebensenergie zurückholen? So muss das. Das war doch ein ganz guter Move. Nur, dass er jetzt noch Schaden macht. So, aber gute Ausgangsposition. Ah, er geht auf Clown, okay. Könnte ich auch mal versuchen. Volle Kanne auf Clown. Hat nicht gereicht. Frontalangriff. Ach, zwar nicht. Ah, ich hab nur 6. Nee, ich hab doch 7. Was kostet das denn? Es sind doch 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Ach, es kostet 8. Verflixt! Okay, hat er Glück gehabt. Das sollte reichen. Wie, das sollte reichen? Hey, Zanikriechen, danke. So, was soll's. Ha! Wusste ich, dass der das macht. Deine Niederlage steht bevor.
Kaufen wir es. Okay, also der geht auf volle Kampfmodus. Dann probiere ich das auch. Zwei Äxte machen wir mal. Oder? Ja, mal gucken, was er erst macht. Eskadu, danke dir. Nicht schlecht. Luzi, mach's gut, schlaf schön. So, der wehrt eine Axt ab. Das heißt, ich muss eine Axt nachlegen. Mach ich. Ey, ich hab mich gerade voll erschreckt. Wegen dem Klopfen. Captain Gummiball, Alter. Das habe ich total selten hier gehört. Ich habe das voll laut auf dem Lautsprecher gehabt und dachte, ist hier einer in meinem Zimmer? Okay, jetzt bin ich voll raus. Was hat er gemacht? Ach so, ich habe gewürfelt. Okay, ich wäre ein Pfeil ab und lege noch eine Axt nach. So. Oh, der wehrt jetzt drei Äxte ab. Okay. Also brauche ich noch eine Axt. Yes! So. Und zur Sicherheit, ich versuch's nochmal. Lege ich nochmal nach. Ah, der kriegt Gesundheit dazu. Der Sack. Das reicht trotzdem, oder? Nein! Nur zwei. Oh nein. Spielt voll defensiv. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach komm. Es ist doch scheiße. Nicht schlecht. Komm, Prisma, danke dir. Der klaut. So, ich muss jetzt noch ein Helm kriegen. Das wäre gut. Krieg ich aber nicht. Dankeschön. Ach du je. Und jetzt habe ich nicht mehr genug. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das ausgeht. Nicht gut. Nein. Es war spannend bis zum Schluss. Du
wirst doch nicht abhauen und dich in deiner Niederlage suhlen. Komm, spielen wir nochmal. Ach, dass der das noch gewonnen hat. Noch eine Runde. Einmal will ich gewinnen. Kuckuck. Es war doch fast soweit. Und Komprisma, danke für das Abo auch. So. Jetzt aber. Gehe ich erstmal voll auf Marken. Das sollte reichen. Wenigstens habe ich jetzt mal mehr Marken. Na, danke, Gies, aber kein Glück gehabt am Ende. Der hat drei Hände. Ich nicht. Veritas, Hallöchen. Soweit gut. Drei Pfeile. Eieiei. Muss ich was abwehren? Nein, ich kann aber nicht. Greife ich halt auch an. So. Jetzt schaffe ich's. Ja, Schokolade, kann ich verstehen, dass du gerne einen Gegner mal erschlagen hättest beim Würfelspiel. Also manchmal war es auch wirklich, jetzt geht's ja zum Glück um nichts, aber das war ja eben bei dem Spiel auch fies, dass ich da verloren habe. Was habe ich denn jetzt gemacht? Mist, nicht aufgepasst. Komm. Was machst du jetzt? Wie hast du das angestellt?
Nicht schlecht. Ah. Ah, nee. Das bringt doch wieder nix. Was ein Murks. Okay, vielleicht krieg ich's durch. Hat der Mist gemacht. Gutes Spiel. Danke, danke, danke. Ich habe genug. Vielleicht ein andermal. Hat aber Spaß gemacht. Und wenn es zu einfach ist, ist es ja auch doof. Meine Klinge an deiner Seite. Alle werden um wieder, wenn du meiner Stärke bedarfst. Fatality! Ja, genau. Bubblegumber. So. Lust auf einen Raubzug? Mein lieber Warren. Oder Wagen. An sich ja, ich will nur mal gerade gucken, was ich dann noch kriegen kann. Also die Hose von Weland. Die hätte ich schon gerne noch. 450. Ah, da brauche ich ja zwei Raubzüge wahrscheinlich. Und der Rest ist nicht so wild. Ja, okay. Geholt hatten wir ja alles, ne? Ja. Ja, alles completi. Komplettamente. Also können wir jetzt irgendwo hin. Am besten nicht hier, wegen starker Verteidigung und so. Also einen von den anderen. Rin. Ich überlasse es euch. Ich spiele weiblich. Veritas. Also, welchen Fluss nehmen wir? Rin, Seifan, Exe, Deva, Berber. Pocket sagt Rin. Immer Rinder. Nur hin, weil es da nach Katzenellenbogen geht, ne? Okay. Dann rin. SMR. ACSMR Stream ist das. Warum ist der Bildschirm denn schwarz? Wo ist meine Lade-Eivor? Alle posten möchten in den Chat.
Captain Gummiball. Schokolade. Hm. Fossi Mörchen. So. Mal auf der Karte gucken. Ah, 600 geht in mein Schiff. Also könnte ich es schaffen, mit einem Raubzug hier alles abzuräumen. Okay. Und hier ist auch noch was Gelbes, sehe ich gerade. Na dann. Ich finde es auch übrigens wirklich super, hier diese ganzen deutschen Namen: Festung Ehrenfels, Wulframsiedlung, Neufeldgehöft. Okay, das war's schon. Katzenellenbogen, wo waren das nochmal? Hier unten, Katzenellenbogen. Super. Warum ist ein Katzenellenbogen nicht rot? Ist das ein Fehler oder soll das so? Warum habe ich denn das hier schon geschafft? Okay, also auf zu den Rindfestungsanlagen. Segel! Fang den Wind! Ich gehe das erstmal vorsichtig an mit Schleichen. Um mal zu checken, wie gut die sind. Oh. Hälfte der Energie. Na super. Also. Ich ziehe denen die Hälfte der Energie mit einem Pfeil ab. Das ist nicht so viel. Hat er mich jetzt gesehen oder was? Nee, aber da schießt einer. Jetzt hat er mich gesehen. Immer noch nicht. Ja. Sehr schön. Hat auch taktisch gut gemacht. Muss ich mich mal selbst loben. Wäre noch schön, wenn ich ein bisschen mehr Essen finde. Weil bei jedem Flussraubzug fängt man ja bei Null an. Was die Mahlzeiten angeht. Ah nein! Ich dachte, der sitzt in die andere Richtung. Okay, aber zumindest haben wir jetzt kein Todeslevel. Also machbar. Schwierig, aber machbar. Ist nur rot. Schön, schön, schön. Gut, dann blase ich zum Angriff. Schokolade, meine Jormsvikinger haben Stufe 3. Los geht's! Ja, Veritas, meine weibliche Elvo hat auch alles genagelt, hier, was ihr vor die Flinte kam. Hey, ich Männer und Frauen. Das ist mal ein Schatz.
Gute Beute. Verschwinden wir. Erster Schatz ist schon an Bord und eingeladen. So kann es weitergehen. Ja, ja, die eine ist in Unterwäsche unterwegs. Die braucht das. Am Donnerstag kommt übrigens das neue Asterix-Heft raus. Asterix und der Greif. Segelraffen! Bin ich mal gespannt, ob das was taugt. Bin ja von den neueren Abenteuern nicht so überzeugt insgesamt. Die sind zwar hübsch gezeichnet, aber die Storys sind halt belanglos unwürdig für Asterix eigentlich. Aber nur meine Meinung. Also ihr dürft das doch trotzdem gut finden. Ne? So, jetzt schleiche ich mich aber erstmal bei Ehrenfels rein. Oh, das sind viele. Hey, hey, wer raidet mich denn hier? Vic spielt, dankeschön. Herzlich willkommen. Habt Spaß, Veritas. Ich liebe den Asterix-Film mit den Prüfungen. Der ist Asterix erobert Rom, das war auch der Beste. Es war der einzige mit einer eigenen Story. Die anderen waren ja nur adaptiert. So, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was hier mit meinem Pfeil passiert ist. Offenbar nicht viel. Also Vic spielt, ich wünsche dir recht viel Freude. Wir zocken ein bisschen ganz ohne Stress Assassin's Creed Valhalla. Ah. Das klang wie ein Esel. Oh oh, die kommen hoch, okay. Noch ein Raid, was geht denn ab? Reggie, Rüsa, hallo. Herzlich willkommen hier beim ganz entspannten Assassin's Creed Valhalla Stream. Ohne Stress. Einfach nur so. Es gibt auch keine großen neuen Missionen. Ich habe nur die Räder-Tagesaufträge erledigt und gucke jetzt mal, dass ich hier den Schlussraubzug noch gut abschließe, damit ich mir noch ein Rüstungsstück kaufen kann dann mit den erbeuteten Gütern. Ja, also, nehmt euch ein Möhrchen, habt viel Spaß. Aloha. Was habt ihr gemacht? Bevor ihr herüber geradet seid.
Aber wie professionell ich hier morde, das gibt's gar nicht. Als ob ich schon mal gemacht hätte. Auch im Eifer des Gefechts sollte man immer mal ein Kätzchen streicheln. Kena Bridge of Spirits habt ihr gespielt? Das sagt mir leider gar nichts. Und Reggie hat Battlefront 2 Koop gespielt. Das ist auch, das kenne ich, das ist cool. Und was ist Kena? Also für ein Genre, was für ein Genre ist das? Ah, große Kiste kriege ich allein nicht auf, okay. Drei mit dem Rücken zu mir. Könnte ich mal probieren. Du treulose Tomate. Das sagt auch mein Chat. Der sagt mir gerade, du bist online gegangen. Ja. Au. Oh. Da ist er wieder, der Eintreffer tot, ey. Elendes Stück. So. Brennen müsst ihr. Ja, und das Genre? Von Kena? War's das jetzt hier mit den Leuten oder sind noch welche da? Scheinbar nicht, dann blase ich zum Angriff. Action Adventure. Ah, danke dir. Danke für die Wiederholung. Da habe ich welche übersehen, verflixt. Na, warum trifft er denn nicht? Komm, ich bin doch ausgewichen. Oh, ich habe ganz viel übersehen. Verflixt. Zu früh zum Angriff geblasen. Schön. Ah, das ist meine? Okay.
War's das? Alles meine Leute? Ah, gut. Gut. Also doch nicht zu früh zum Angriff geblasen. Hat genau gepasst. Dann mal plündern und brandschatzen. Oh nein! Irgendeinen hat's... Ah, nee. Die ist nur in der Truhe. Okay, ich dachte schon, die hat's niedergerissen. Oder ihn. Alles klar. Dann viel Spaß mit New World. Oh, da ist noch ein Schatz. Der wütet. Ja, mach sie fertig, die bösen Kisten. Komme schon. Wenn geplündert wird, dann aber richtig hier. Ich brauche hier mal Hilfe. Vulkanoids. Klingt wie Arkanoids. Dir auch noch einen schönen Abend, Captain. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Gut, wir haben, was wir wollten. Los jetzt! Hui! Aha. Sie rüsten sich gegen meine Angriffe. Es wird ihnen nichts nutzen. Mehr Segel! Oh, eine Kette. Nee, doch nicht. Hab ich mich verguckt. Ich dachte, die hätten das schon befestigt. Aber gut. Dann kann ich hier einfach jetzt so durchfahren. Segel setzen. Segel hoch. Was war das denn für ein Grafikfehler?
Segel ein! Segel! Segel! Nein! Segel! So. Verschaffe uns erstmal von oben einen Überblick. Jetzt rennt er weg. Hat er mich zwar gesehen, aber das kostet die Jungs nochmal ordentlich Energie mindestens. Wenn nicht das Leben, sehr schön. Tiaks Blutaxt, dankeschön für dein Follow. Welche Epoche würde ich gerne im nächsten Assassin's Creed spielen? Oh, da müsste ich mir erstmal länger Gedanken drüber machen. Kann ich dir so gar nicht beantworten. Also ich finde es schon schön, wenn es irgendwas wieder mit Schwert und Schild wäre. So, einen habe ich noch. Ah, jetzt hat er sich bewegt. Ein verbimscht. Bleib doch stehen. Ach, shitty. Bringt denen auch nichts, wenn die wissen, dass ich hier oben stehe. Oh Mann, die sind ja aber echt ein bisschen agiler heute. Aua. Der wirft. Der Sack. Ordentlich zerlegt. Fatality. Dein Fässchen will ich treffen auf dem Rücken. Dann. Ach, er ist schon tot. Okay. Das ist auch okay. So. Sind jetzt noch Gegner anwesend? Sieht nicht so aus, oder? Das heißt. Angriff! Heute nähren wir die Raben. Ah, Mist. Natürlich habe ich wieder welche übersehen. Warum sieht man die immer erst nachher?
Eieiei. Eieiei, was ist denn hier wieder los? Er hat mich jetzt schon wieder getroffen. Beim Schlagen. Lass meinen Mann in Ruhe. So. Also es geht schon recht fix hier mit dem Lebensverbrauch. Einmal in eine blöde Situation gekommen und zack. Sind die Mahlzeiten futsch. Hier wartet fette Beute. Sorry. Stand der Kollege im Weg. Das war's. Zurück zum Chef. Warum gibt's denn da überhaupt kein Essen? Juhu, das sehe ich auch so. Juhu! Was immer du sagst, junge Frau. Manchmal spawnen die Gegner erst, wenn ich zum Angriff blase. Ja, es kann sein. Den Eindruck habe ich auch. Also zumindest wurden sie eben nicht angezeigt. Hey, hey, ein Nick, dankeschön. Pocket haust ab, bis dann Pocket, war schön, dass du da warst. So lange machen wir auch nicht mehr. Bleib stehen.
So. Noch welche oder war's das? Sehe keine mehr. Das heißt, ihr wisst Bescheid. Tarö! Das freut mich, Don Crazy. Dann war der Stream ja für was gut. Jawohl. Mal schön alles in die Luft jagen. Ich muss noch... und ich laufe rein. Ich muss noch ein paar Schweine töten für das Proviant. Wo ist denn das dritte Schwein jetzt? Und wo rennen die hin? Die stecken einfach alles an. Okay, ist mir recht. Hier war gar nichts. Gar noch nichts. Los, hilf mir mal. Du blöder Penner. Musste ich noch einen Proviant einsetzen, weil der mich getroffen hat. Hey, komm mal kurz her. Wir sollten abhauen. Ja, ein bisschen mehr Proviant hätte hier rumliegen dürfen. Hätte nicht geschadet. Oh, ein Säckchen. Seil. Toll. Und das da kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Was ist das? Seil. Aber es wird weiter angezeigt, wenn man es genommen hat. Na gut. Ist hier noch was? Ich glaube nicht. Doch, irgendwas ist da noch. Hinter mir. Da übersehen. Hey. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Hä? Was soll ich denn hier? Da oben? Da oben vielleicht? Ach, eine Schlange! Ah. Na, kletter doch mal. Hä? Nee. Ei, wo ist das denn? Meter? 11 Meter! Hä?
Was soll denn diese komische Kiste sein, die ich da übersehe? Hm. Ich meine, nicht, dass sie von Belang wäre, aber... Sorry. Auf dem Dach. Also. Black Phoenix, hallo. Ah, das ist aber lieb, vielen Dank. Also jetzt mal ernsthaft. Wo ist diese komische Kiste, die hier noch angezeigt wird? Also. Muss ja drinnen sein. Drinnen, direkt rechts? Ich guck nochmal drin. Sehr, sehr seltsam. Die ist doch leer. Wenn die das ist, die da steht. Ah, ich hasse das. Wenn du nicht weißt, ist es ein Bug oder übersiehst du irgendwas? Gut, also ich gehe davon aus, es ist ein Bug, weil ich sehe hier jetzt nichts. Da ist doch auch nichts mehr. Das ist diese Kiste hier, die schon leer ist. Na gut. Auf zum Schiff. Ja, Schokolade sehe ich auch so. Hey, hey. So. Ich würde ja gerne noch mal nach Katzenellenbogen, aber der ist ja schon geplündert. Also... Doch nochmal in die finale Festung hier. Oh. Halt. Muss ich nach links oder nach rechts? Nach links. Segel setzen! Auf geht's! Schießen! Schießen! Schießt! Nein, nein, nein! Ich hab noch Lebensenergie! Ey, komm! Ich bin nicht tot! Da wird's angezeigt! Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Jetzt schießen sie mich tot, obwohl ich nicht tot bin. Ach komm, Leute. Oh, ey. Ach bitte. Alles weg jetzt, ne? Wegen dem Mist. Menü geht nicht mehr auf. Ich kann nicht mal das Spiel abbrechen. Kamera bewegt sich nicht mehr. Ah, man kann noch ein Foto machen. Cool.
Mach ich mal ein Foto vom Leichenschiff hier. Das ist doch ein Mist. Das ist doch echt jetzt Murks. Könnte ich ausflippen. Jetzt ist der ganze Spielfortschritt weg. Ah! Und nicht mal einen schönen Screenshot von der Kacke kann ich machen. Toll, da liegt sie. Eivor. Zombie Eivor, der lebende Leichnam. Ganz geil. Ey. Ich könnte kotzen. Da spielt man einmal Assassin's Creed mal wieder, ne? Und dann sowas. Das Schiff der lebenden Leiche, ey. Das ist doch nicht wahr. Nee, Schokolade. Ich glaube nicht, dass hier wieder was geht. Weil, wenn ich in den Modus... toll, jetzt sehen sie mich nicht mal mehr. Jetzt bin ich wieder unsichtbar. Also ich lebe noch, kann mich aber nicht mehr bewegen. Die Kamera kann ich nicht mehr einstellen. Extras gehen nicht. Nichts geht mehr. Ich kann nicht mal das Spiel verlassen. Ich rufe jetzt mein Pferd. Oh Mann. Ja, super. Ubisoft, ein ganz großer Applaus. Das sind die Sachen, weshalb man dann Spiele anfängt, richtig zu lieben. Ah, cool. Tag-Nacht-Wechsel klappt noch. Kann ich ja noch einen anderen Screenshot mit einer neuen Abendstimmung machen. Von der Seite gefällt mir das Licht nicht. Och, Mann. Das ist doch echt. Ja gut. Alter 4, ne? Also. Tja. Ich guck nochmal, wie es bei Nacht aussieht. Aber leider, es funktioniert kein Knopf mehr. Nicht mal Escape geht mehr. Hilft nur Alter 4. Und da hat's das Spiel schön aufgehängt. Naja, Komfort ist jetzt nicht die Welt, aber leider sind die ganzen Beutegüter damit auch weg. Von dem Flussraubzug. Gut, ich wollte sie eh nur für die Armschienen noch haben. Dann machen wir beim nächsten Mal woanders weiter. Oh Mann, was ein Murks. Na gut. Aber dann heißt das jetzt für mich und für euch auf Wiedersehen, denn dann werde ich jetzt auch mal den Abend beenden. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, euch hier zu sehen. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich poste noch mal ein paar meiner neuen Emotes in den Chat. Moment. Da hatte ich eigentlich vor, jetzt komme ich nicht dran. Wo sind sie denn? Kennt ihr schon den blauen Vogel? Da ist er. Und kennt ihr schon...
Den Diamanten sind langweilig. Den Lulio. Naja. Na gut. Also, dann, wie gesagt, diese Woche, an einem Wochentag, den ich mir noch aussuche, ihr könnt mir gerne auch sagen, auf Twitter oder jetzt noch, was euch da am besten passen würde vom Tag her, werde ich Far Cry 6 spielen. Zumindest mal schön reingucken, weil das interessiert mich und ich will ein bisschen recherchieren für meinen nächsten Podcast, wo ich einen Gast habe, der es schon länger gespielt hat. Ja, ich hoffe, es macht dann auch Spaß beim Zugucken und euch sage ich gute Nacht, schlaft schön, habt noch einen wunderbaren Montagabend, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch hier zu zocken, bis auf das Ende natürlich, aber da könnt ihr ja nichts für. Also, ciao, bis bald. Wir raiden auch noch jemand. Tschüss. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage finstere Blicke. Bin durch die der Zauber heißt. Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt. Ich bin unsterblich, unsterblich verliebt in Computerspiele. Computerspiele. Ich schieß alle übern Haufen. Ich mag mir thank you.